Guten Morgen, schön euch alle hier zu sehen. Auch ein herzliches Willkommen an alle Urlauber und an alle Gäste. Schön, dass Sie den Weg hier zu uns in die Gemeinde geschafft haben und gefunden haben. Ich hoffe, ihr habt alle eine schöne Woche gehabt mit vielen tollen Erlebnissen. Aber manchmal ist das ja nicht alles so gut. Da wird man angefochten, da hat man Ärger, so einen riesen Wall vor sich, den man abarbeiten muss, kriegt vielleicht eine böse E-Mail oder einen bösen Brief oder ist krank, hat Angst oder Sonstiges. Und ich hoffe einfach und wünsche mir sehr, dass wir das alles auf den Herrn werfen können, denn er bietet uns das an. Denn mit ihm ist es einfacher, das durchzumachen. Er trägt das alles mit uns, auch wenn die Sorgen nicht einfach so verschwinden, aber er weiß, was damit los ist und wie wir da durchkommen. Das sagt auch der neue Wochenspruch: Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 1. Petrus 5, Vers 7. Lasst uns mit dieser Gewissheit diesen Gottesdienst fröhlich feiern und voller Demut und Dankbarkeit. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese Psalm 127, die Verse 1 bis 2. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Ich möchte beten und bitte dazu aufzustehen, wenn es möglich ist. Herr Jesus Christus, Gott, unser Vater, wir danken dir von Herzen, dass du uns die Gemeinschaft unter deinem Wort schenkst und mit dir deine Gegenwart in unserer Mitte. Wir kommen gemeinsam zu dir mit allem, was uns bewegt hat in der vergangenen Woche und auch heute. Wir sind froh über deine Zusage, dass wir alle unsere Sorgen bei dir abladen können. Und wir danken dir, dass du die Umstände kennst und in deiner Hand hast. Rede du zu uns in manchen Widrigkeiten hinein und gib uns alle Zeit die Zuversicht, dass du es gut mit uns meinst. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Amen.
Auch heute wollen wir uns wieder mit ein paar Liederdichtern beschäftigen. Und wir haben uns heute mal die Jugend drangeholt, weil die das nämlich auch ganz toll vorlesen kann. Und die Lydia beginnt mit Christa von Fiebern. Freude, die Mauern durchbricht. Nicht viele Worte über sich möchten die Schwestern des Diakonissenmutterhauses in Eidling machen. Deshalb veröffentlichen sie auch keine Schriften über ihr Werk und ihre Arbeit. Viel wichtiger ist ihnen, von Jesus zu reden. Das tun sie bei unzähligen Diensten in aller Stille. In Krankenhäusern, Jugendgruppen, in Strafanstalten, unter Schaustellern, in Freizeitheimen, Schulen und an vielen anderen Orten. Sonntags drängen sich regelmäßig viele hundert Menschen im Mutterhaus auf dem Berg zur großen Bibelstunde. Überraschend viele junge Leute sind dabei. Was zieht sie denn bei den Diakonissen so an? Eidling und junge Leute. Das gehört an Pfingsten unlösbar zusammen. Seit vielen Jahren strömen weit mehr als 5000 junge Leute an den Pfingsttagen ins große Zelt. Da sitzen sie 2 Tage lang dicht gedrängt und hören zu. Morgens, mittags und abends, wie dort von Jesus gesprochen wird. Fröhlich, praktisch, einladend. Das zieht junge Leute an. Auch wenn es in Strömen regnet, bleiben die jungen Leute da. Viele haben dort im Jugendtreffen zu Jesus gefunden und leben seitdem mit ihm. Das Wort Gottes in der Bibel ist von Anfang an besonders kennzeichnend für die Eidlinger Schwestern. Die Gründerin, Christa von Wiebern, übernahm die Redaktion für einen Bibellesezettel von ihrem Vater. Ursprünglich war diese Anleitung zur Bibellese für Soldaten gedacht. General Georg von Wiebern schrieb das Heft selbst. Seine Tochter Christa führte dann 1915 das Werk weiter. Was so bescheiden Bibellesezettel genannt wird, ist ein gründlich ausgearbeitetes biblisches Auslegungsheft, das ganz praktisch zur persönlichen, täglichen Stille über der Bibel hilft. In einer unglaublich großen Auflage von 90.000 Exemplaren wird die Broschüre vierteljährig verbreitet. Daneben gibt es in Argentinien eine spanische und in Brasilien eine portugiesische Ausgabe. Seit kurzem ist der Bibellesezettel auch in russischer Sprache als Jahrbuch erhältlich. Das Besondere bei dieser Bibellese ist, dass die Bibel nur mit der Bibel selbst erklärt wird. Eine Fülle von biblischen Verweisen hilft zum tiefen Verständnis oft nur eines einzigen Verses, den man dann in seiner ganzen Kraft und Bedeutung erkennen kann. Christa von Wiebern war eine bescheidene Frau. In Stuttgart entstand durch sie ein Bibelkreis für Frauen. Daraus erwuchs 1924 eine Schwesternschaft, zu der heute mehrere hundert Schwestern gehören. In der schönen Landschaft von Eidling bei Böblingen-Sindelfingen liegt idyllisch am Waldrand das moderne Mutterhaus. Dazu gehört auch die Bibelschule mit der Ausbildung für Katechetinnen. Daneben gibt es mehrere Freizeitheime. Ebenso gehören auch viele neue Lieder untrennbar zu den Eidlinger Schwestern. 1957 war die 30-jährige Krankenschwester Helga Winkler bedrückt von einer unheilbaren Krankheit. Mitten in den schweren Gedanken verfasste sie das Lied, das jetzt auch Eingang in Gesangbücher von Kirchen gefunden hat. Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertraue ich still. Weil du vor Liebe dich zu mir gewandt, vertraue ich still. Du machst mich stark, du gibst mir frohen Mut. Ich preise dich. Dein Wille, Herr, ist gut. Herr, weil du jetzt für mich beim Vater flehst, vertraue ich still. Weil du zu meiner Rechten helfend stehst, vertraue ich still. Droht mir der Feind, so schaue ich hin auf dich. Ein Zufluchtsort bist du, o Herr, für mich. Ist auch die Zukunft meinem Blick verhüllt, vertraue ich still. Seitdem ich weiß, dass sich dein Plan erfüllt, vertraue ich still. Sehe ich nicht mehr als nur den nächsten Schritt, mir ist's genug, mein Herr geht selber mit. Eine andere Schwester war als Jugendreferentin im Schwarzwald eingesetzt. Schon nach wenigen Dienstjahren erkrankte die Diakonisse schwer.
Lange hatte sie auf Genesung und Heilung gehofft, doch dann konnte sie schreiben: Wenn ich Jesus meinen Willen bewusst ausliefere, kann ich gelassen und getrost sein. Ich möchte den Weg, den er führt, mit ganzer Freude gehen, dass nur Jesus durch uns verherrlicht wird. Schon vor der Krankheit gezeichnet, dichtete sie das Lied, das rasch den Weg in viele Jugendgruppen fand. Jesus, die Sonne, das strahlende Licht. Jesus, die Freude, die Mauern durchbricht. Die auf ihn schauen, werden sein wie die Sonne, wie sie aufgeht in ihrer Pracht. Als um mich war ein Gefängnis von Angst und Traurigkeit, da führte aus der Bedrängnis mich Gottes Freundlichkeit. Für Gott ist doch nichts unmöglich, er will mir Gutes tun. Durch ihn allein bin ich glücklich, kann bei ihm sicher ruhen. Gott lässt meinen Fuß nicht leiden, nie schläft und schlummert er, umgibt mich von allen Seiten mit seinem Engelheer. Es mögen sich freuen alle und rühmen Gottes Gnad mit fröhlichem Jubelschalle, weil er gesegnet hat. Jesus, die Sonne, das strahlende Licht, Jesus, die Freude, die Mauern durchbricht. Die auf ihn schauen, werden sein wie die Sonne, wie sie aufgeht in ihrer Pracht. Eitling ist ja auch bei uns in der Gemeinde ein Begriff. Unsere Jugendlichen sind jahrelang dahin gefahren zum Jugendtreffen Pfingsten. Deswegen hatten wir ja jahrelang hier auch keinen Pastor. Holmer zu in den Gemeinden, in den Gottesdiensten zu Pfingsten. Und da sind ganz viele Jugendliche wirklich zum Glauben gekommen und gefestigt worden. Und Lydia selber hier, die Tochter von Holmer, ist ja auch da gewesen. Und diese Bibellesehefte, die habe ich, also sind einige in der Gemeinde, die auch jeden Tag nach diesem Heft ihre stille Zeit machen. Und es ist wirklich zu empfehlen, ist wirklich intensiv und ganz schön. Wenn da mal jemand eine Frage zu hat oder das vielleicht auch mal reingucken möchte, kann gerne später Bescheid sagen.
Als nächstes hören wir etwas aus dem Lebensweg von Hedwig von Redern und die Ida wird es uns lesen. Weiß ich den Weg auch nicht. Eigentlich war es ein sorgloses Leben, das vor Hedwig von Redern lag, als sie am 23. April 1866 in Berlin geboren wurde. Wie stolz war sie auf ihren Vater in der hellblauen, silberbestickten Uniform. Er war zuerst Oberst, dann preußischer Regimentskommandeur und brachte es bis zum Brigadegeneral. Mit ihm war sie ganz besonders eng verbunden. Er widmete ihr mit 10 Jahren die erste eigene Bibel, meiner geliebten Tochter zum fleißigen täglichen Gebrauch. Mit 20 Jahren durfte sie mit Tante und Schwester zu einer Reise in die Schweiz aufbrechen. Am Anhalter Bahnhof in Berlin verabschiedete der Vater die fröhliche Reisegesellschaft. Er rief der Tochter zu: Nütze es, lerne sehen, erlebe und reife. Doch auf dem Rückweg im Hotel in München reichte der goldbetresste Portier den vergnügten Reisenden ein Telegramm. Vater plötzlich gestorben. Sie verstand zuerst gar nichts. Wessen Vater? Ist es Großvater? Dann plötzlich war es, wie wenn ein Blitz in ihr Herz schlägt, als sie begriff: Dein Vater, du bist gemeint. Hedwig von Redern war wie betäubt. Alles ging wie im Traum an ihr vorüber. Die Fragen quälten. Was will Gott? Warum tut er das? Alles wehrte sich in ihr. Sie konnte mit niemandem darüber reden. Das war ihre straffe Erziehung in einem Soldatenhaus gewesen. Nimm dich zusammen. Nur jetzt die Gefühle nicht zeigen. Das wäre eine Schande. Erst in dem Wort Jesu fand sie Frieden. Sei still. Du wirst es hernach erfahren, warum das alles so ist. Sie erkannte, dass Gott in seiner Liebe auch ein unerbittlicher Erzieher war. Wie weise ist doch der Gärtner, der den wahllos wuchernden Baum, dessen Saft sich in fruchtlose Triebe aufbraucht, bis auf die Wurzeln herunterschneidet, damit Neues emporwachse. Wenige Wochen später brannte auch noch der geliebte väterliche Stammsitz in der Mark Brandenburg nieder, der seit 500 Jahren im Familienbesitz war. Das war besonders schlimm, weil zum Wiederaufbau die Mittel fehlten. Nun war Hedwig von Redern heimatlos. Sie schrieb: Jetzt fällt alles zusammen, es wird kalt und dunkel. Trotzig lehnte sie sich auf gegen Gott. Liebe? Nein, die sah anders aus. Sie verfolgte sie, ja, er zertrat sie. Da traf sie in Berlin mit Menschen zusammen, die Leben hatten und von denen Leben ausging. So hat sie es später selbst bezeichnet. Bei den gemeinschaftlichen Teeabenden lernte sie Graf Pückler kennen, der die große christliche Studentenarbeit in Deutschland ins Leben rief. Oder den fröhlichen und immer aktiven Forstmeister von Rotkirch, dem im Krieg ein Bein weggeschossen wurde. Der hatte in Berlin den CVJM gegründet und war dessen Präsident. Musste Gott sie erst durch die schrecklichen Erlebnisse vertreiben, um sie dorthin zu führen, wo sie seine Liebe ganz neu erkennen konnte? Langsam, ganz langsam öffnete sich ihre Verkapselung. Sie gab ihren selbstsüchtigen, gepflegten Schmerz auf und schrieb voll Freude und Vertrauen in Gottes Güte manche Verse nieder. Herr, du hast mir die Augen aufgetan. Diesem Herrn allein wollte sie nun dienen. Sie half mit, wo sie nur konnte. Der Vorsitzende der Evangelischen Allianz, Graf von Bernstorff, hatte im Keller seines Hauses einen Saal eingerichtet, wo er mit seiner Frau Sonntagsschule hielt. Mutig, wenn auch noch ganz unerfahren, stand Hedwig vor frechen Berliner Jungs und erzählte ihnen Bibelgeschichten. Im Berliner Stadtteil Moabit, wo in Krankenhausbaracken viele hundert Kranke lagen, machte die junge Frau Besuche. Sie verteilte Blumensträußchen in Sälen, in denen bis zu 30 Patienten zusammengepfercht waren. Dann sang sie Jesuslieder und sprach mit vielen über ihre Not. Daheim betete sie mit anderen regelmäßig und namentlich für ihre Kranken. Sie gründete auch eine Bibelschule für die Krankenwärter im Haus des CVJM. Das Gedicht entstand.
Hier hast du meine beiden Hände. Ich kann ja nichts aus eigener Kraft. Du weißt den Weg, du weißt das Ende. Bring du mich durch die Fremdlingschaft. Als sie bei einer Einladung Hudson Taylor, den Gründer der China-Inland-Mission, traf, sagte der spontan: Das brauchen wir, mütterliche Herzen für die Männer. So richtete Hedwig von Rädern neben ihren vielen Missions- und Sozialaufgaben auch noch Bibelkreise für Berliner Polizisten ein, die Schutzmannstunde. Wie stolz war sie, dass neben den verschiedenen evangelischen Bekenntnissen auch Katholiken daran teilnahmen. Alles war ganz bewusst ohne kirchliche Bindungen organisiert. Man traf sich in einem neutralen Raum, einem kahlen Saal der Molkerei Bolle in Moabit, der kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Es tat ihr sehr weh, als sie die Krankenhausarbeit aufgeben musste. Offensichtlich gab es in der Kirche Kräfte, die diese Arbeit unter eigener Kontrolle haben wollten. Am Ende sah sie es als Gottes Weg. Von großer Glaubensgewissheit zeugt ihr Lied. Wir haben einen Felsen, der unbeweglich steht. Wir haben eine Wahrheit, die niemals untergeht. Wir haben Wehr und Waffen in jedem Kampf und Streit. Wir haben eine Wolke von Gottes Herrlichkeit. Hedwig von Rädern's Liedern wurden weit bekannt. Herzogin Vera von Württemberg, eine russische Großfürstin aus dem St. Petersburger Zarenhaus, hatte dieses Gedicht immer in ihrer Tasche. Sie ließ es auch ins Russische übersetzen und verteilte es in der Hauptstadt an die Droschkenkutscher. Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Abzug der deutschen Truppen mit der flüchtenden baltischen Zivilbevölkerung übernahmen revolutionäre Kriegskomitees die Herrschaft in der Stadt Riga. Es kam zu Verhaftungen, Hausdurchsuchungen und Metzeleien unter den wehrlosen Zivilisten. In 4 Monaten wurden 3.654 Todesurteile vollstreckt. Die an die Macht gekommenen Bolschewisten verhafteten viele baltische und deutsche Bürger. Im Rigaer Zentralgefängnis waren bis zu 30 Personen in einer Zelle qualvoll zusammengepfercht. In wenigen Tagen starb die Hälfte der Häftlinge an Typhus. Abends, wenn die Tore des Gefängnisses verschlossen und die Lichter gelöscht waren, sang die gerade 22-jährige Deutschbaltin Marion von Kloth laut, damit es alle Gefangenen hören konnten, das wunderbare Lied von Hedwig von Rädern. Weiß ich den Weg auch nicht, du wirst ihn wohl. Das macht die Seele still und friedvoll. Ist's doch umsonst, dass ich mich sorgend müh, das ängstlich schlägt mein Herz, sei spät, sei's früh. Du weißt den Weg ja doch, du weißt die Zeit, dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Ich preise dich für deine liebe Macht, ich rühm die Gnade, die mir Heil gebracht. Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht, und du gebietest ihm, kommst nie zu spät. Drum wart ich still, dein Wort ist ohne Trug, du weißt den Weg für mich, das ist genug. Marion von Kloth hatte das Lied zum ersten Mal im Gottesdienst ihrer Gemeinde in Riga gehört. Dort wurde es wieder angestimmt, als ihr Pastor von den Russen den Ausweisungsbefehl nach Sibirien erhielt. Man erlaubte ihm vorher noch einen Abschiedsgottesdienst, der zugleich die Konfirmationsfeier für den Bruder Marion von Kloth war. Mit der alten englischen Melodie machte es ihr solch einen tiefen Eindruck, dass sie es als Solo am Grab eines jungen Verwandten vortrug, der von Wilderern erschossen worden war. Jetzt im Zentralgefängnis, in das man sie nach einer nächtlichen Hausdurchsuchung verschleppt hatte, konnte sie das Lied auswendig. Es begleitete sie durch die 6 schrecklichen Wochen der Gefangenschaft. Sie hätte vor der Machtübernahme durch die Bolschewisten auch leicht fliehen können. Wegen ihrer pflegebedürftigen Großmutter aber wollte sie in Riga ausharren. Ihrer Mutter und ihrer Großmutter konnte sie nicht mehr helfen, dafür aber unzählig vielen anderen Menschen durch das Lied, das sie so oft gesungen hatte. Als am 22. Mai 1919 die baltische Landwehr zum Sturm auf Riga antrat und eine Vorhut in den Gefängnisvorhof stürmte, bot sich ihnen ein grausiges Bild. 32 bekannte Frauen und Männer waren wenige Augenblicke vorher grausam gefoltert und ermordet worden.
Der Hass der Bolschewisten wollte die Pastoren und die Mitglieder des baltischen Adels ausmerzen. Auch Marion von Kloth war unter den Toten. Hedwig von Redern konnte nicht ahnen, was Elit einmal diesen Märtyrern in den letzten schweren Tagen bedeuten sollte. Sie selbst musste lange und schwere Krankheitsjahre durchleiden, bis ihr Herr sie am 22. Mai 1935 heimrief. Ihr letzter Wunsch konnte erfüllt werden. Die von vielen verachteten und gehassten Zigeuner, die sie beim Evangeliumsdienst der Berliner Stadtmission noch mitbetreut hatte, sangen an ihrem Grab das von ihr aus dem Englischen übersetzte Lied »Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein«. Am Ende ihrer Autobiografie hatte sie geschrieben, »Nicht Beraubung, sondern Bereicherung ist der Zweck der Wege Gottes mit den Seinen, wohl allen, deren Wandel über diese Erde Frucht zum Leben bedeutet. Man kann es nicht nehmen oder sich aneignen, aber die unbegreifliche Gnade kann's wirken.« Sehr beeindruckendes Lied, Bleib bei mir, Herr, stammt von Henry Francis von Leid, Und Johannes wird uns die Geschichte lesen. Es ist ja wunderbar, wenn wir sehen, wie gerade in schwierigen und schwierigsten Zeiten Menschen Ermutigung fanden im Wort Gottes, im Glauben, in der Bibel, im Vertrauen auf Gott. Wir haben es eben gesungen, ich will es noch mal zitieren, das erste Lied, Herr, weil mich festhält, deine starke Hand vertrau ich still. Gott hält uns fest, auch dann, wenn wir es vielleicht gar nicht mehr so richtig spüren oder merken oder im Sinn haben. Herr, weil mich festhält, deine starke Hand. Und dann haben wir gesungen, wir haben einen Felsen, der unbeweglich steht. Das ist es, worauf wir gründen, worauf wir unseren Glauben gründen. Nicht auf unseren Glauben, auf die Stärke unseres Glaubens, sondern auf die Kraft des Wortes und der Liebe Gottes. Darauf kommt es an. Das war Christa von Fiebern, Hedwig von Redern. Wir haben einen Felsen bei Hedwig von Redern schon. Und dann nochmal dieses andere Lied, Weiß ich den Weg auch nicht, von Hedwig von Redern. Du weißt ihn wohl. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, Gott weiß immer weiter.
Das macht die Seele still und friedevoll. Ist doch umsonst, dass ich mich sorgend mühe, und da denken wir dann auch an den Wochenspruch, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und dann haben wir die anderen Strophen, du weißt den Weg für mich, du weißt die Zeit, dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Der dritte Liederdichter, der dritte Lebenslauf, den ich jetzt lesen möchte, ist kein so langer, aber und auch ein, wie es mir jedenfalls herkam, ein völlig unbekannter. Wer kennt Henry Francis Lyte? Lyte, L-Y-T-E. Henry Francis Lyte. Er wurde 1793 in Ettenham, nahe der schottischen Stadt Kelso, geboren. Schon als kleines Kind hatte er seine Eltern verloren. Sein Vater war als Kapitän zur See gefahren. Für das Waisenkind wurde es schwierig, eine gute Ausbildung zu erhalten. Henry Francis war körperlich zart und wenig belastbar. Da öffnete sich für ihn die Tür zur königlichen Schule von Enniskillen und weiter zum Trinity College in Dublin in Irland. Es war sein Wunsch gewesen, Medizin zu studieren. Schließlich studierte er aber Theologie und wurde mit 23 Jahren als Pfarrer der Kirche von England ordiniert. In seiner zweiten Pfarrstelle kam Lyte 1817 nach Marazion in Cornwall, am äußersten südwestlichen Zipfel Englands. Dort wurde er eines Tages zu einem Kollegen im Nachbarort gerufen, der im Sterben lag. Und der spürte, dass er ohne Gnade und Vergebung nicht sterben konnte. Lyte konnte dem Sterbenden aber das lösende Wort nicht sagen. Er kannte es nicht. Als Pfarrer. So las er nur mit seinem sterbenskranken Kollegen in der Bibel, besonders in den Paulusbriefen. Gemeinsam beteten sie, dass Gottes Geist sie leite und ihnen das Bibelwort verständlich mache. Dieses Gebet wurde erhört. Dort am Sterbebett erkannten beide, der junge Seelsorger und der alte kranke Kollege, den Weg zur Rettung durch den Glauben an Jesus, der gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Lyte erzählt, mein Freund starb glücklich im Glauben. Obwohl er viele schlimme Sünden begangen hatte, wusste er gewiss, dass Jesus durch sein Leiden und Sterben für seine Verfehlungen gebüßt hat. Alles war vergeben. Er war von Jesus aus lauter Gnade angenommen worden. Henry Francis Lyte schuf das Lied Praise My Soul, the King of Heaven, das in unzähligen Sprachen in der ganzen Welt gesungen wird. In der deutschen Übersetzung, meine Seele lobt den Herrn, heißt es, er sorgt für uns wie ein Vater, rettet uns aus aller Not. Selbst die Schwächen in uns kennt er, starb für uns den Kreuzestod. Lobt ihn, lobt ihn, lobt ihn, diesen wunderbaren Gott. Lyte war von da an ein veränderter Mensch. Er schrieb, ich begann meine Bibel zu studieren und in anderer Art zu predigen, als ich es vorher getan hatte. Das stand jetzt in der Mitte seines Predigens. Nur Jesus allein besiegt mein Sterben. Unverdient werde ich von ihm begnadigt. Wer ihm vertraut, kann getröstet und im Frieden sterben. Henry Francis Lyte verfasste auch das Lied Jesus, dein Kreuz will ich tragen, in dem eine Strophe lautet, alle Stürme dieses Lebens führen näher uns zum Herrn. Auf ihn hoffe ich nicht vergebens, denn er ist mein Fels, mein Stern. Ich will folgen dir, mein Heiland, du vergossest dein Blut für mich. Ob die Welt mich auch verachtet, du verlässt mich immer nicht, nimmer nicht. Ursprünglich hatte Henry Francis Lyte ehrgeizige schriftstellerische Pläne gehabt, jetzt aber wollte er nur noch Jesus dienen und Menschen sein Evangelium nahebringen. Er ließ sich als Pfarrer in das abgelegene Fischerdorf Lower Brixham in Devonshire im Südwesten der britischen Insel senden. Hier an der englischen Küste unter rauen Matrosen und hartgesottenen Fischern arbeitete er fast ein Vierteljahrhundert. Dann war er selbst am Ende. Die Tuberkulose raubte ihm die letzte Kraft. Über 80 Lieder hat er gedichtet. Nicht nur in England, sondern rund um die Erde wird das Abendlied, das eigentlich, das werden wir nachher noch sehen, kein eigentliches Abendlied ist, Abide with Me, gesungen.
Die Melodie schrieb der Londoner Organist William Henry Monk 1861. Vor allem diese Melodie ging um die ganze Welt. Das Lied ist vom Text her eigentlich kein Abendlied. Es wurde bei festlichen Anlässen wie der Hochzeit des englischen Königs Georg VI. Sowie bei der Hochzeit seiner Tochter Elisabeth II. Mächtig und ergreifend gesungen, wie das nur Engländer können, wenn sie sich zum Singen erheben. Das Lied erinnert an die Erscheinung des auferstandenen Jesus in Emmaus, wo die beiden Jünger Jesus nötigten mit den Worten: Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Der englische Text wurde 1952 von Theodor Werner, der damals, man höre, Landessuperintendent in Mecklenburg war, ins Deutsche übersetzt. Henry Francis Light dichtete dieses Lied in jenen schweren Krankheitstagen, als er sein baldiges Lebensende nahen fühlte. Vergeblich hatte er in den letzten Jahren an der Riviera Heilung gesucht. Nun hielt er seine Abschiedspredigt in der Kirche von Lower Brixham. Es war am Sonntag, 31. Oktober 1847, dem Reformationstag. Henry Light wusste nicht, ob seine Kraft zum Predigen ausreichen würde. Er wandte sich an die Gemeinde und sagte: Ich stehe jetzt unter euch wie einer, der von den Toten wieder lebendig geworden ist. Ich möchte es jedem von euch einprägen und das bewirken, dass ihr euch alle auf jene letzte Stunde vorbereitet, die über jeden kommen wird. Man muss sich zeitig vertraut machen mit dem eigenen und dem Sterben Jesu, der in seinem Sieg den Tod verschlungen hat, auf ewig. Dann trug er der Gemeinde sein Lied vor. Bleib bei mir, Herr, der Abend bricht herein. Und Abend könnte man auch als Lebensabend nehmen. Insofern, da kommt das Wort Abend wohl vor, in der Übersetzung zumindest. Aber wir werden dann sehen, wir wollen dieses Lied jetzt miteinander singen, dass das eben kein eigentliches Abendlied, sondern eher ein Abschiedslied auch vom Leben ist. Schon am nächsten Tag brach Henry Francis Light wieder an die Riviera auf, bei Nizza, um Erleichterung seiner Beschwerden zu finden. 3 Wochen später, am 20. November 1847, starb dieser treue Mann, der sich ganz im Dienst aufgezehrt hatte. Auf dem englischen Friedhof in Nizza wurde er beerdigt. Seine letzten Worte waren Friede und Freude. Bleib bei mir, Herr, der Abend bricht herein. Ich will noch ganz kurz sagen, ich habe dieses Lied, eine Erinnerung nur, ich habe mehrere Erinnerungen daran, dieses Lied mit einem Ehepaar zusammen am Sterbebett ihres Vaters gesungen. Und es war wirklich das Sterbebett, das war klar. Aber als wir dieses Lied sangen, in der 3. oder 4. Strophe, machte er die Augen für immer zu. Das vergisst man dann nicht so richtig, wenn man das dann so erlebt, dass einfach dieser Trost dieses Liedes jemandem dann auch die Augen schließen kann oder schließen lässt. Und ein Freund von uns hier, der früher hier viel gepredigt hat, auch Sigurd Hafemann aus Krakow, der war viele Jahre in Krakow Pastor, der hat auf seinem Sterbebett genau dieses Lied immer wieder gelesen. Er konnte es nicht mehr singen. Er hat dann ein Kreuz in der Hand gehalten, so ein Handkreuz, was so rund ist und man so in die Hand nehmen kann, wird, glaube ich, als Handschmeichler manchmal bezeichnet, aber eben ein Kreuz. Und dabei hat er mir dann öfter ich habe ihn später dann auch selber beerdigt, diese Strophe, die letzte Strophe, dann will ich Schluss machen, zitiert: Halt mir dein Kreuz vor, wenn mein Auge bricht. Im Todesdunkel bleibe du mein Licht. Es tagt, die Schatten fliehen, ich gehe zu dir. Im Leben und im Tod, Herr, bleib bei mir. Wir können uns das als Trost, als Anregung, als Ermutigung jetzt miteinander singen, dieses Lied. Herr, bleib bei mir, der Abend bricht herein. Thank you.
Unser Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir deine Kinder, die uns vorausgegangen sind, die uns vorausgeglaubt und vertraut haben auf deine Kraft, auf deine Liebe, dass wir sie uns anschauen und uns ein Beispiel an ihnen nehmen können, uns ermutigen lassen können zum Glauben, zum Vertrauen zu dir hin. Wir danken dir für diese Lebensläufe, die wir gehört haben. Wir danken dir für die wunderbaren, tiefgründigen und inhaltsreichen Lieder. Wir danken dir, dass wir davon zehren können, dass wir vor allem aber dein Wort haben, an das wir uns halten können. Und wir danken dir auch, dass du diese Welt in deinen Händen hast, auch in unserer Zeit. Wenn wir sehen, wie die Zeiten, die früheren Zeiten waren, dann sehen wir auch, dass es manchmal verzweifelte, schlimme Zeiten waren oder ganz oft. Und wir eigentlich in guten Zeiten bisher gelebt haben. Aber du siehst, wie vieles jetzt durcheinander geraten ist. Und wir bitten dich, erbarme du dich. Erbarme dich über die, die auch in der Politik und in der Wirtschaft und in den Kirchen keinen wirklichen Rat wissen, weil sie zum Teil dein Wort gar nicht mehr kennen oder viele von ihnen. Und weil sie dein Wort auch nicht wollen, weil es ein klares Wort ist, ein Wort, das uns anhält zu einem Leben mit dir und zu dir hin. Wir danken dir, dass wir aus der Vergebung leben können, dass du uns immer wieder neu annimmst und dass wir zu dir so kommen können, wie wir sind. Wir danken dir, dass wir einander ermutigen können, dass wir füreinander da sein können und dass wir uns auf dem Weg miteinander begleiten und zu dir hin begleiten können. Wir danken dir, dass die vor uns liegende Woche in deiner Hand liegt und bitten dich, dass du uns segnest, dass du uns stärkst und dass du uns die Freude an dir erhältst. Wir bitten dich ganz besonders für die, die um deines Namens willen verfolgt werden, dass du sie umgibst mit deinem Schutz und Frieden und ihnen die Kraft schenkst, an dir festzuhalten und ein Segen zu sein für die, die sie verfolgen. Wir danken dir für deine Güte und Barmherzigkeit und beten dich gemeinsam an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so lasst uns gehen im Frieden unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.